Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal mit einer neuen Map-Vorstellung. Jawohl. Und zwar geht es heute hier um die Thüringer Höhe. Eine Karte, die, denke ich mal, aus dem LS19 bekannt sein sollte. Und ja, mir wurde zugetragen, dass sich das Ganze hier um eine 1 zu 1 Konvertierung handeln soll. Und ja, ich kenne die Karte nicht. Von daher schauen wir uns das Ganze einmal an. Also, da haben wir es auch schon stehen. Die Karte wurde konvertiert. Das sind die zwei maßgeblich beteiligten Personen. Die Map bietet einiges an Sachen. Zwei BGAs, eine BGA-Anlage mit Kühen, ein Lohnunternehmer, ein Hof mit Kühen, ein Hof mit Schweinen. So, die Karte ist Manure-System ready. Vier extra Fruchtarten, Grünroggen, Roggen, Luzerne und Klee. Und es wird empfohlen, die Karte mit Mais Plus zu spielen. Habe ich jetzt mal nicht mit drin. Aber wir schauen mal, wie es trotzdem so läuft. Ja, und wir starten hier mal irgendwie auf einem Feldweg mit diesen alten Betonplatten. Da wächst das Gras hier teilweise schon aus den Fugen. Hier genauso. Das schaut doch schon mal ziemlich nice aus. So. Also, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es wohl in 2 bis 3 Wochen ab Aufnahme hier wohl ein Update geben soll. Und ich sehe hier auch schon so ein paar kleine Bereiche, wo hier teilweise noch so ein bisschen Gras und sowas fehlt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze hier mal an. Ich hoffe, wir sind jetzt hier am richtigen Hof. So, wir springen einfach mal in die Fahrzeuge rein und dann sehen wir ja, wo wir hier zuerst sein sollten, was hier vielleicht der Starthof ist. Ja, und man sieht, es sind einiges an Fahrzeugen da. So, also hier wurde versucht, die dunkle Textur ein bisschen aufzulockern mit Fahrspuren. Teilweise hier mit so Farbklecksen. Aber die sehen hier ziemlich quadratisch, praktisch. Naja, gut, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sehen sie nicht aus. Vielleicht wäre es da sinnvoller, dass man ein bisschen runderen. Es gibt ja, glaube ich, eckig und rund als Zeichen. Funktion im Giants Editor. Vielleicht sollte man da noch mal ein bisschen mehr dran. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier so sehen. Auf jeden Fall sehen wir hier einiges schon mal an Deko, die hier so ein bisschen im Gestrüpp steht. So, hier haben wir wieder Fahrspuren. Hier liegt auch überall so ein bisschen was rum. Okay, soll das so sein, dass hier... Ah, was? Kleiderschrank? Okay. Auch nicht schlecht. Gut, da ist die Frage, ob das so sein soll. Ansonsten, wenn du das hier siehst... Schau es dir nochmal genauer an. Okay, dann gehen wir mal kurz hier ins Menü. So, Fahrzeuge haben wir reichlich da. Das haben wir eben auch schon visuell gesehen. Gehen dann hier direkt rüber ins Baumenü. Und schauen mal, ob wir hier irgendwo was wegreißen können. Okay. So, silomäßig können wir was reißen. Ah, das geht auch. Ja, es scheint nicht alles zu gehen. Gut, wir haben keine zusätzlichen Mods, die wir laden müssen. Aber man sieht hier, es ist auch einiges verbaut. Kalkkaufstation, okay.
Farmhouse. Gut, hier bei den Produktionen, in dem Fall bei den BGAs, wurde auch was angepasst. So, hier sehe ich auf jeden Fall, dass da Bilddateien fehlen. Dann gucken wir mal hier bei den Tieren einmal noch durch. So, dekomäßig haben wir da irgendwas Zusätzliches. Da haben wir Standard. Jo, Bodentexturen haben wir hier nur diese 6 Bodentexturen eingefügt. Vielleicht kann man da auch noch mal ein bisschen was hinzufügen. So, baumtechnisch. Jo, da haben wir auf jeden Fall auch eine gute Auswahl. Müsste, glaube ich, Standard sein. Ja, und auch hier bei den Pflanzen, das sieht mir hier nach Standard aus. Passt, dann gehen wir einmal hier rauf auf die Karte. Gucken wir uns erstmal an. Okay, der Hofbereich hier unten, der gehört uns als neuer Farmer, wo auch dann entsprechend die Fahrzeuge stehen. Wie sieht das Ganze hier aus mit den Preisen? Da falle ich doch glatt hier vom Stuhl. 1,578 Millionen. Holla die Waldfee. Und so ein kleines Feld kostet 144.000. Boah, da brauchst du aber einen großen Geldbeutel, mein lieber Scholli. So, dann gehen wir mal weiter. Wachstumskalender, da haben wir dann auch die Zusatzfrüchte schon mal. Wie sieht's hier bei den Gütern aus? So, okay, da haben wir auch entsprechend dann durch die zusätzlichen Früchte auch noch ein paar zusätzliche Güter. Tierstelle haben wir keine. Feldmissionen, ja, die Preise sind auch ziemlich interessant. Okay, Produktion haben wir auch keine. So, dann schauen wir doch mal uns hier einmal die Farmlands alle an, dass wir sie kaufen. Und gehen hier direkt auf die Karte drauf. So, hier oben haben wir eine Kalkkaufstation und Nordzucker als Verkaufsstation. Hoppala. Justin, wir backen hier irgendwo in der Plain. Da müssen wir nochmal schauen. Das müssen wir vielleicht den Spawnpunkt ein wenig verschieben. Dann können wir vielleicht dahin springen. Jo. Das. Oh. Okay, jo, da kommen wir raus. Das passt. So, ich denke mal, hier dürfte auch noch ein bisschen Gras fehlen. Und hier genauso. Da haben wir bis jetzt nur die Texturen. Okay. Sonst, ja, relativ großes Gelände. Könnte wahrscheinlich noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Deko aufgepeppt werden. Ja, sonst aber erfüllt das, denke ich mal, direkt seinen Zweck. Ja, als nächstes Freilandsilo Gülle. Da fehlt eine Bild. Dorfladen. Gucken wir mal. Okay, alles klar. Dann muss ich mich hier mal ein bisschen orientieren. So, das sieht mir hier nach der Hauptstraße aus. Halt, da sind wir schon dran vorbeigelaufen. Ah ja, hier ist die Verkaufsstelle.
Da ist die Frage, ob da eventuell auch ein Bild fehlt. Gut, das müssen wir dann mal abklären. So, dann haben wir hier einmal einen Hof. So, da, hoppala, da landen wir hier so ein bisschen versteckt. So, Unterstellmöglichkeiten. So, hier haben wir Tiere, das ist der Kuhstall 1, alles klar. Dann gehen wir hier einmal rüber. Da haben wir dann auch nochmal Kuhstall. Oh, da fehlt noch eine Übersetzung, vermute ich mal. Da ist dann wieder noch ein weiterer Hof. Hof mit BGA und Kühen. Alles hier schon in diesem, ich sag mal, etwas älteren Stil. So, dann habe ich hier noch ein Farmhaus, also sprich noch ein Hof. Das war der, wo wir gestartet sind. So, dann haben wir hier unten einen Schweinehof. So, jetzt ist die Frage. Okay, soll das so? So, Schweinestall. Platz ist hier auch reichlich. Oh, da wachsen ein paar Blumen aus dem Asphalt. So, dann haben wir das gesehen. Also, 1, 2, 3, 4 Höfe. Dann, was haben wir hier? Woodchip Selling Point. Da können wir jetzt nicht hinspringen. Aber das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Vielleicht brauchen wir da nur noch eine etwas andere Bezeichnung. So, hier haben wir noch wieder eine BGA. So, was mir hier sofort auffällt: Pflasterung. Da haben wir ein bisschen unterschiedliche Drecktexturen. So, da wächst mal so ein bisschen Blumen, auch nicht schlecht. Hier haben wir Fahrspuren, bisschen Dirt. Ja, das gefällt mir. Bisschen Pfützensound. Platz auf jeden Fall reichlich vorhanden. So, dann haben wir da noch einen Hof. So, was mir auf jeden Fall sofort ins Auge sticht, wir haben sehr viele weiße Blumen. Vielleicht sollte man da nochmal ein paar Blumen austauschen, damit das nicht ganz so einfärbig ist. Ja, ein bisschen Deko vielleicht noch dazu. So, da haben wir dann noch eine BGR. Okay, hier führen viele Wege nach Rom. Auch nicht schlecht. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal wieder schauen. Noch ein bisschen mehr Gras an die Wege. So, noch eine BGA. Dann gehen wir mal hier in Richtung Dorf. Fahrzeughändler. Ziemlich viel Platz. So, hier ist die Einfahrt. Oh, ich würde sagen, hier sitzt die
Schiene ein bisschen unter der Textur. Die müssen wir wahrscheinlich ein klein bisschen anheben. Weil sonst sieht es irgendwie ein bisschen witzig aus. So, hier die Pflasterung. Die schaut auch lustig aus. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ist KI-Verkehr. Rumlaufende Menschen. Das wird das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen beleben. Oh, hier wachsen die Blumen schon in der Straße. Gut, was könnte man hier noch hinstellen? Auch relativ großer Platz. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr die Version aus dem 19er kennt. Das wäre natürlich für mich auch mal interessant. Hoppala. Ja, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, oder wie? Ja. Einmal mit Profis. Von daher, wir springen jetzt einfach direkt dorthin zum Händler, zur Verkaufsstation. Wenn wir es denn können. Ne, können wir nicht. Gut. Schaut's euch einmal direkt selber an. Wir gehen hier weiter da zur nächsten BGA. Okay, also hier haben wir ein ziemlich großes Häckselsilo. Holy shit. Jo, da ist verdammt viel Platz. Haben wir hier auch irgendwo eine Waage oder sowas? Das wäre natürlich auch noch dann interessant. Ja. Da ist eine Waage. Ist das Deko? Oh, da gibt es ja auch irgendwo eine Anzeige. Müsste man mal hinterfragen. So, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht alles doppelt und dreifach zeige. Das waren wir, da waren wir, da waren wir. Da waren wir auch. Da gucken wir mal, ob wir alles eingeblendet haben. Jo, haben wir alles eingeblendet. Ja, sonst, was fällt mir sonst so ein? Ja, Felder sind schön unförmig. Und ja, also wie gesagt, das ist jetzt die Version 1.0. Und ja, lassen wir uns überraschen, auf jeden Fall, wie es weitergeht hier mit der Karte. Ein Update ist auf jeden Fall angedacht und schon angekündigt. Von daher sind wir gespannt, ob sich da noch einiges dann ändern wird. Ja, dann kommt jetzt nochmal der große Check hier von der Lok. Da habe ich ja eben schon was gesehen. So, und zwar genau. Da kann er ein paar DDS oder PNG-Dateien nicht finden. Entweder stimmt der Pfad nicht. Hier haben wir auch noch was. Can't load resource, data store, store empty. Okay, das war ja wahrscheinlich, weil wir die Sachen nicht sehen konnten. So, Warning, Unload Trigger has invalid fill type, Serial. Okay, da müsste man sich wahrscheinlich nochmal die XML-Dateien angucken, was da eingetragen ist. So, die Color Grading XML finden sie nicht. Ich habe auch irgendwo gelesen, genau, dass da noch ein paar Fehler drinne sein können oder sind sogar. Aber das, wie das hier gerade ausschaut, sind das für mich Sachen, die doch relativ mit wenigen Aufwand behoben werden können. So, Error, Fill Volume, Input Mesh, was should be a closed manifold? Das sagt mir jetzt nichts. So, Warning. Ah, okay, das sind wahrscheinlich noch alte Attribute, die umgeschrieben werden müssen. Vermutlich auf den LS22. Aber wie gesagt, korrigiert mich gerne, wenn ich da mit meinen Vermutungen falsch liege. Oder wenn hier jemand die Fehler erklären kann, wäre natürlich auch für mich interessant. Aha. Und nun Fill Type.
Aha, okay. Unknown Brand. Okay, also wir haben hier definitiv noch einiges an Arbeit, die hier, denke ich mal, reinfließen muss. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Karte schon mal ausprobiert habt. Den Link zu der Karte, wie immer, unten in der Beschreibung. Da die Karte nicht im Mod Hub oder dergleichen verfügbar ist. Und ja, ich bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt es mir gerne rein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und natürlich gerne auch ein Däumchen, wenn ihr mögt. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.